Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir versuchen heute, ihr nicht, mit Jane die Adept Challenge. Ihr kennt das, ne? Ihr habt das Prinzip, glaube ich, verstanden. Ich versuche unter der Woche mit euch Adept Challenges zu machen. Und am Wochenende gibt es einfach random... Oh. 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 Ja, am Wochenende gibt es einfach random DVD-Runden. Mit Jane habe ich jetzt nur folgende Talente mit. Nämlich ihre eigenen. Die da wären... Solidarität. Wenn ich verletzt bin und jemanden heile, bekomme ich selber auch einen Heilungsfortschritt. Oh, Caleb. Das zweite Talent von Jane, was dabei ist... ist selbstsicher. Sobald ein Generator angeht... Oh. Oh, oh, oh. Sobald ein Generator angeht, hinterlasse ich 10 Sekunden lang keine Kratzspuren. Arsch. Ich hatte Angst. Ich bin halt weggegangen. Und das dritte Talent von ihr ist frontal. Ich kann mich in einen Schließschrank stellen. Und sobald das Talent aufgeladen ist, kann ich den Killer stunnen. Wir müssen uns ein bisschen aufteilen, Leute. Wir können hier nicht alle auf dem Haufen bleiben. Das geht nicht. Der Killer ist aber auch nicht so nett. Unschön. Unschön. Ist der jetzt so, weil ich direkt am Anfang seinen Totem weggemacht habe? Ich weiß nicht mal, was das war. So, jetzt... ich wollte gerade sagen, jetzt bitte nicht wieder umfallen. Ich mach Generator. Ein Strike war noch dabei. Jetzt aber weg da. Wenn wir alle auf dem Haufen sind, machen wir es ihm gerade so leicht, dass er seine Haken bekommt. Schwuppdiwupp sind wir alle tot. Ja. Eigentlich, muss ich sagen, sind James' Talente echt nicht schlecht. Gerade selbstsicher kann einem den Arsch retten. Frontal kann tatsächlich Leben retten. Selbstsicher ist nice to have. Aber... oh nein, ist das so eine Direkt-Abfarm-Geschichte? Hey, der Tüftler! Sorry. I am sorry. Oh, und ich hab's doch vermutet. Oh, ich hab noch so gedacht. Der hat sowieso schon so einen Mini-Kleinen. Der hat bestimmt Tüftler. Ah! Ja, cool, die zwei machen dort gar nichts mehr. Ich würde gerne den Jen dort hinten eigentlich anmachen, aber es geht jetzt nicht. Die dort rumrennen. Aber dann gehen wir mit dort hinter. Dort hinten saß ja Bill. Wir müssen aufpassen, dass wir die Gens verteilen. Sie liegt an meinem Gen.
sie ist tot. Das Gute ist nämlich, wenn der Jen so weit ist, wie er bei mir war. Der Killer tritt ihn. Fällt der Fortschritt normalerweise nicht unter die 70%. Das heißt, Tüftler kann nicht nochmal getriggert werden. Ich glaube, er hat Pop dabei, oder? Der Jen ist so weit runter. Das heißt, wir müssen aufpassen, weil Tüftler triggert dann nochmal. Bestenfalls ist er in der Jagd, wenn Tüftler triggert und er bricht die Jagd nicht ab. Zu dem nächsten. Je nachdem, auf welcher Stufe er Tüftler hat. Müsste es bei ihm Kling machen. Aber er scheint sich nicht beirren zu lassen. Es ist nur die Frage, wo sind die hingelaufen? Ach so, hier heult wieder die Fang, die gar nicht mehr da ist. Wir sollten... Wartet mal. Wir sollten in den Schrank. Und wir sollten hier das Totem wegmachen. Warum kommt ihr hierher? Hey. Fang, heul leise. Das ist gemein. Direkt wieder auf Bill. Schade. Achso, der Haken ist ja weg. Ah, ich hätte gedacht, wenn er hierher kommt, könnte ich vielleicht aus dem Schrank springen. Wieso kommt der denn immer hier hinten gucken? Na, woanders gucken. Kann nicht retten gehen. Was ist das denn für ein... Was bist du für ein Campy Dude, Junge? Oh. Der denn getroffen? Palette, 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 Palette. Uhuhu. Okay. Er hört nicht so gut.
Kommen die jetzt hier lang? Die liegt hier unten. Da, ja. Toll. Jetzt geht er hier nicht weg. Oh, verdammt. Er weiß, wo die Luke ist. Er weiß, wo die Luke ist. Nein. Man hat halt keine Chance mehr. Wenn die dich am Fenster haben, du kommst nicht mehr weg. Die konnten mich auf jeden Fall nicht mehr retten. Erstens haben wir den hier stehen. Ich will die Punkte. Wow. Sie weiß auch, wo die Luke ist, wenn sie nicht blind war. Er guckt, ob er sie dort hinten laufen sieht, oder? Ja. Er geht zur Luke. Sie geht auch zur Luke. Wow. Und dafür kriegt der Killer Punkte. Das ist unfair. Okay. Also wir müssen mit Jane die Adept-Challenge auf jeden Fall nochmal machen. Aber es fing... Ja doch, es fing schon auch schlecht an. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, haben wir uns gefangen. Aber... Nee. Es sollte nicht sein. Deshalb, in der zweiten Runde ist Jane wieder dran. Bis dahin. Vielleicht schaffen wir ja am Donnerstag... eine andere Adept-Challenge dafür. Wir schauen mal. Ich sag einfach auch bis Donnerstag. Wir sehen uns sehr gern wieder. Bleibt gesund und macht's gut.